Ja, darum hat man eigentlich alles erlebt. Das Rankeln hat in Salzburg eine jahrhundertelange Tradition. Vor allem die Bewerbe am Hundstein inmitten der Pinzgauer Grasberge genießen unter den starken Salzburger Männern einen besonders hohen Stellenwert. Wer sich in über 2100 Metern Seehöhe im Duell Mann gegen Mann den Titel Hogmore erkämpfen kann, hat den Olymp dieser Sportart erreicht. Der Höhepunkt des Rankeln ist immer ein Hundstein, das Hundstein Hogmore. Da ist eigentlich das Rankeln aufgekommen. Das ist immer so eine Tradition gewesen und das eine Rankeln ist auch was, das darf man nicht so sagen, aber der Hundstein Hogmore ist das Höchste. Woher kommt aber eigentlich der Begriff Hogmore? Hogmore heißt das, das ist früher ein Zaun gewesen und das ist auch früher, die Alpleute sind viele Alpleute da gewesen, links und rechts, entweder von Dachsenbach oder Almerseit und Zöllerseit. Und da sind halt die Mandelzeit, die Weiberleute links und rechts gegangen und da ist der. Das haben sie nicht so gern gesehen, weil die sind ja auf der Dachsenbacher Seite umgegangen sind und umgekehrt ist genau das Gleiche gewesen. Die haben das nicht gern mögen und da ist der Sport eigentlich entstanden früher im 16. Jahrhundert. Über die Jahre hinweg hat sich das Rankeln immer wieder verändert. Vor allem die Einführung der limitierten Kampfzeit vor fast 30 Jahren stößt einigen noch heute sauer auf. Früher war es so, früher ist der Hogmore ausgerankelt worden, ohne Zeit. Und das ist jetzt ein Närmer. Durch das war das schon mal, da hat es so geregnet und so geschnieben und da sind sie einfach nicht gleich geworden. Jeder ist schon voll Dreck gewesen. Da hat es ausgeschaut, als würden die Sauen. Und dann haben sie halt gedacht, nicht weil sie gar nicht mehr fertig geworden sind. Jetzt haben sie halt noch das abgeändert, den Bauch. Und das stört mir ein wenig. Aber ich gehe trotzdem gerne rauf. Aber das ist die Zeit, also die neue Zeit, es wird alles anders, nicht? Nicht nur die Regeln sind anders geworden. Auch die Kampftechnik ist nicht mehr so wie früher. Wer könnte das besser wissen als der Hundstein-Rekordsieger Gotthard Rupitsch? Ja, das Rankeln vor 30 Jahren ist vom Technischen her anders gewesen, weil einfach das Judo noch nicht eingespielt hat ins Rankeln. Gell, weil das Judo war da noch nicht aktuell in der Zeit, wo ich angefangen habe. Das Judo ist erst noch ein Kämmer mit der Zeit. Und jetzt hat sich halt einfach die Techniken haben sich einfach mit dem Judo vermischt mehr. Die Techniken haben sich geändert. Das Rankeln gibt es auch oben bei jedem Wetter. Bei einer Freiluftveranstaltung in über 2000 Metern Seehöhe spielt das Wetter natürlich immer eine entscheidende Rolle. Egal ob Blitz und Donner, Regen oder Schnee, die Rankler haben den äußeren Einflüssen fast immer getrotzt. Nur ein einziges Mal in den letzten 60 Jahren wurde der Sieger nicht am Gipfel gekürt. Da ist er sauber getroffen während dem Rankeln und da ist er auch. Der Hogmore noch ausgerankelt worden, da war noch der Wallas Klaus war da und der Iraschek. Und sie haben es unterbrochen und diesen Kampf, den haben sie dann unten irgendwo auf dem Land fertig ausgerankelt. Im Sport wird es immer wieder Leute geben, die mit einem zu großen bzw. einem falschen Ehrgeiz an die Sache herangehen. Das Rankeln ist hierbei keine Ausnahme. Ich weiß ein paar, ich möchte aber keinen Namen nicht nennen. Einer von Dachsenbach, sein Vater, ist da aber ein Schiedsrichter gewesen und er hätte nicht gern gesehen, dass der Bub Hogmore wärst und er ist halt nie gewohnt und dann hat er mit den Stecken, ein bisschen mit den Stockenstecken viel gehabt, dass er da umfällt und ist ihm nicht gelungen, also ein bisschen beiß gewesen. Die Vergangenheit des Hundstein-Ranklings hat unzählige Geschichten zu erzählen. Und eines ist klar, die kommenden Jahre werden sicher das eine oder andere Kapitel hinzufügen.